Moinsen Leute, willkommen nochmal zu einer Folge. Ihr wisst ja Bescheid, was brauche ich denn dazu sagen? Jo, just for fun hier heute am Kubi ballern, weil ich die 3.500 Kubi und ballern bin. Richtig baller, 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 ballern. Jo, richtig fleißig. Jo, eigentlich heute mal wieder allgemein, kommen wieder mal so kleine Informationen und Tipps für euch raus. Dafür bin ich jetzt gerade ein bisschen auf der falschen Map. Egal. Leute, es sieht so aus, es ist jetzt wieder dieser Piraten-Event gestartet, da geht es wieder richtig hart rum, der Gewinner wieder mit den meisten Piraten-Kills oder Punkten, Clan oder Spieler, jeweils bekommt wieder eine Belohnung von 90 Tagen Premium, Öl und so weiter, man sieht hier eh Belohnungen, erster Platz, Premium 100.000 Weiß, Uri, eine L4 Hyperblasmoid und 52 Öl und so weiter. Obwohl mich da wirklich am meisten das Öl interessiert und der Laser. Alles andere ist eigentlich scheißegal. Jo, genau. Ich mache es wieder hier mit dem Uhrzeigersinn. Ja, und das Clan gibt es natürlich hier auch schon 20 MPs, einmal 60 Tage Premium Öl und ja, den Titel natürlich. Ja, das ist jetzt so derzeit zu bekommen. Die Punkte sehen hier bei mir ziemlich mager aus. Also ich habe gerade mal 4.000, unser Clan erst 26.000. Ja, ich halte mich da nicht so wirklich ran. Ich bin gerade mehr nur Alien deswegen auch mitballern, weil ich die Quests haben möchte, dass die mal fertig werden. Alles andere ist mir da eigentlich ziemlich scheißegal. Ich meine, ja gut. Wie gesagt, das Öl wäre ziemlich cool, aber wenn es nicht ist, ist es halt nicht bei dem Piraten-Event. Wir haben in letzter Zeit ziemlich viel geile Fights da oben, weil wir clanmäßig immer da oben 20 gegen 20 abfighten auf 5-2 und das meistens ein paar Stunden lang. Also richtig geil, wie dazu kommt noch. Jo, dann. So, jetzt bin ich blind. Ich habe mir gedacht, ich mache noch ein bisschen Helligkeit drauf. So, dann gibt es wieder tägliche Piratenquests. Piratenquests, sondern Eventquests, die unter Eventmissionen Queststation erhaltbar sind. Diese Queststationen haben die guten Eventquests wieder, die sind recht gut, es gibt für kleinere Spieler die zu machen, da bekommt man glaube ich gleich aus einmal 5 LF3 Laser raus, 5 von diesen BO2 Schilden und ja, also richtig geiler Scheiß ist da dabei, ich habe die nicht gemacht, weil ich brauche das Zeugs nicht, ich habe dafür etwas die anderen Quests gemacht, das ist für die Kleinen auch machbar, da ist Belohnung, Kyhalon drinnen, was man hier für den Hyperplasmoiden Laser braucht. Oder ja, dieser neue Laser halt, was man dafür braucht. Da war halt Kyhalon drin, Tretratrin. War auch richtig viel drin, das war nicht weg. Ich konnte mir jetzt dann gleich gestern nochmal einen Laser craften, weil ich da schon wieder so viel gehabt habe. Und heute, ich habe jetzt wieder hier unten, ist wieder eine Quest wieder mal offen. Da brauche ich nur die Uber-Interceptor-Barakudas und so zerstören. Für Leute, die das nicht alleine schaffen, in der Gruppe machbar. Und ja, das Geile nochmal, hier gibt es euch die Belohnung. Uri REP, ja, Logfiles, Hilfe, Logfiles, cool. 160 Kyhalon, das heißt, der Laser, wir schauen hier, 160 Kyhalon, 300 Tetrin, das heißt, ich kann mir dann heute wieder den nächsten Laser wieder mal einen craften. Ich habe ungefähr jetzt schon 6 für diesen Lasern. Also es geht schon langsam voran, inklusive, wir sehen hier, 25 Induktrinöl. Das ist ja mal was. Ist auf jeden Fall richtig geil. 25 Induktrinöl, das heißt, ich bin dann fast fertig. Da, für das ihr euch fragt, wie mein Cyborg ausschaut, ich habe schon 352 Öl. Das heißt, wir nehmen euch dann 375. Und ja, das heißt, ich muss ja noch heute, wir werden sowieso als klar wieder heute so ein paar Kugel spielen. Und dann werde ich sowieso dieses Cyborg dann hoffentlich dann bald haben einmal. Ich lasse mal damit eh schon so lange Zeit, aber kann man nichts machen. Ist so. Ich lasse mir damit halt Zeit und ja, jetzt habe ich es dann eh bald geschafft. Ne, das heißt, dann wird wieder Laser gecraftet, das gecraftet. Und ja, ansonsten, wie ich gerade gesagt habe, ich bin jetzt viel am Questen nach oben machen, Piraten-Maps da. Wir sehen sie ja Übersicht, da 12.000 Interceptoren habe ich schon. Ich meine, ich weiß es nicht so viel. Da, Kubis 200, habe ich erst gestern angenommen. Die Quest ist noch nicht mal alt. Und Anis 3.500 und Saboteur sind erst bei 5.000. Also ich bin da gerade überall am Machen, was nur geht, schauen was geht, wie was geht. Und dass die Quest alle bald fertig werden, dass ich ein bisschen Ehre abfarmen kann und die 2-3 Millionen Rangpunkte gleich mal wieder näher kommen beim Stern. Bin ich auf jeden Fall immer fleißig dabei, was nur geht. Ich gebe mal Mühe. Aber ja, ansprechen müssen noch nicht, erst wenn ich kurz davor bin. Aber ja, mit den Quests kann ich auf jeden Fall viele gute Punkte machen.
Vor allem die Kubik-Quest, die zieht jetzt ein bisschen durch. Da ja ziemlich viel da ist. Außerdem mit Uri, ich glaube 3.500 Kubikons sind so um die 3.5 Millionen Uri. Dann ist mein Uri-Stand auch gleich so auf 5, 6 Millionen, inklusive der Belohnung von 400.000. Haut hin. Man bekommt ungefähr, wenn man glaube ich voll geboostet in der Gruppe ist, mit Ehre abzuholen. Mein Tipp an euch, wenn ich die Quests abholt, holt es euch in der vollen Gruppe ab mit Verteiler. Ihr könnt ungefähr bei dieser Kubikon-Quest bis zu 100 Millionen Ehre und 1,8 Millionen Milliarden Erfahrungspunkte rausholen. Das sind ungefähr Rangpunkte, sollten das über 100, also über 1,2 Millionen Rangpunkte, glaube ich, sein, weil nur die Ehres ist allein schon mal 1 Million Rangpunkte und das ist schon mal viel wert. Für die Kubik-Quest, glaube ich, ungefähr die Dauer, ich habe ungefähr jetzt 200 Stück geschossen, in so die 5 Stunden, glaube ich, aber ich habe ein bisschen runtergezahlt auch, also die Quest kann einige Stunden schon dauern, sollte aber innerhalb von 1-2 Wochen machbar sein, wenn man sich jeden Abend ein paar Stunden Zeit nimmt und das macht, sollte das easy gehen. Viele andere Leute haben das auch innerhalb von 1-2 Wochen gemacht. Ich glaube, wenn du Hardcore durchsuchst, solltest du es gleich innerhalb von 5 Tagen schaffen, wenn du alle 24 Stunden gleich durchsucht hast. Gibt's auch, mache ich auch ab und zu, aber nicht so viel am Stück, schaffe ich nicht. Beziehungsweise ich habe keine Zeit dafür, das alles dann so zu machen. Jo! Gut, das waren eigentlich schon wieder die Großteilen an Themen. Nee. Cyber kommt dann auch jetzt demnächst. Ich wurde gebeten, auch im Venom zu fliegen. Ja, ich habe deinen Kommentar gelesen, falls du jetzt hier auch zuschaust. Ich werde dann erst im Venom fliegen, weil ich das Cyber habe. Dann sieht man natürlich im absoluten super Venom-Style unterwegs. Und dann schauen wir wieder ein bisschen jagen gehen, inklusive. Eventuell, nicht inklusiv, warum ich was mit mir inklusiv habe, weiß ich auch nicht. Eventuell auf die Refraktionsmap wieder ein bisschen Leute unsicher machen oder dann, wenn ihr auch ein anderes Video hier kommt mit der 5-2, wo wir einfach mal ein bisschen Massenfights haben, ist auch geil. Macht auch mega Bock zuzugucken und ist auch immer wieder lustig. Gut, ich glaube, das waren eigentlich wieder die Großteile an Informationen, die ich rausklatschen soll. Bis jetzt gibt es nichts Wichtiges. Ich bräuchte wieder ein paar PLT-8-Raketen, wenn es vielleicht gleich aufgefallen ist. Ja, bei mir ist das ziemlich magisch. Ich brauche wieder Eventboxen, die ich dann stundenlang mal sammeln werde. Ich werde mir das diesmal auch als Ziel setzen, diese scheiß Dinger zu sammeln. Ich bin immer zu faul, die zu sammeln. Und das ist immer das Blöde. Wenn ich dann zu faul bin zum Sammeln, dann habe ich dann auch nichts. Genau mit den Eisraketen, ich auch nur 2000. Andere Leute haben das einmal so kurz Hardcore durchgezogen oder ihren Bot sammeln lassen und haben einfach mal so gleich über 100.000 von jeder Scheiße. Aber beim nächsten Event muss ich das auch machen, weil ich brauche mindestens 10.000 PLD-Raketen auf der Seite. Dann habe ich hast du ewig lang was. Dann brauchst du die lang nicht mehr sammeln. Ja, Beutekäse habe ich auch ungefähr so 800 Stück wieder versammelt in letzter Zeit. Läuft bei mir, ich weiß, richtig hardcore, einfach alles versammeln. Richtig geil. Also ich hoffe, die letzten 250 Stück verschwinden ja auch bald auf den Piraten-Maps, wie ich gesagt habe. Da droppt wirklich jedes Mal eine Beutekäse-Box, so alle zwei Aliens, alle drei. Und das ist dann, da kann man dann schon was machen. Vivenon auch genug am Sammeln. Apropos Apokalypse und Beutekäse, ich glaube, wir sind jetzt wieder weg. Waren bei mir richtig viel schon, ja, sind wieder weg. Das Aurus auch da oben auf Piraten bekommt man ganz viel, aber ich habe davon auch schon so viel. Bei mir bringt sich das nichts mehr. Das Einzige, was ich derzeit habe, ist ein Scrap-Mangel. Wer Ideen hat, wie man Scrap sammelt derzeit in die Kommentare, damit ich weiß es nicht wirklich, außer dass man es entgeht, schießt ganz normal die Aliens unter auf der Map, aber dafür sammelt man ewig. Wenn irgendwer einen kleinen Trick weiß, wie man Scrap doch etwas schneller bekommt als sonst üblicherweise, weil es gab schon mal eine Zeit, da kam da schneller zum Sammeln, jetzt wieder weniger hin und her. Leute, Informationen in die Kommentare mir geben. Ich werde sie wieder versuchen, anderen Leuten zu teilen, wenn ihr so nett seid und das auch veröffentlichen wollt, wenn ihr so nett seid und überhaupt solche Sachen teilt mit der Community. Wenn nicht, dann nicht. Dann einfach mal Arsch lecken. Jo. Ansonsten habe ich da eigentlich schon wieder fast nichts zu sagen, Mensch. Außer ich habe noch viele Kubikons vor mir. Boah. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch eigentlich mit diesen Quests ausschaut, mit diesen neuen, ob ihr die überhaupt schon habt und wie ihr damit seid. Viele haben schon Quests fertig, habe ich auch selber mitbekommen. Viele aber noch nicht, viele sind da noch ziemlich am Verzweifeln, ob ihr noch Tipps und Tricks von mir braucht. Den einzigen Tipp, den ich euch mitgeben kann auf Questerei, wenn euch langweilig ist, dreht sich ein Film auf eine Serie, wenn es einen Bildschirm hat. Wer keinen zweiten Bildschirm hat, hat ein bisschen mehr verkackt. Weil ich hab's mit meinem zweiten Bildschirm, ich drehe mir dann meistens immer eine Serie auf und schaue die mal so nebenbei, da vergeht die Zeit dann eh schnell und da vergeht ein Kubikon nach dem anderen überhaupt dann. Also, ja,
ja, das Piratenschießen ist sowieso meistens zart. Dann empfehle ich euch sowieso auf eine Achtergruppe zu warten bei den Piraten, weil das geht, das lohnt, zahlt sich dann wirklich aus. Bei den Piraten gibt es auch gewisse Spawnpunkte, wo die Aliens rasch schnell, wenn man eine Achtergruppe überhaupt auf der ganzen Map verteilt schießt, gibt es auch gewisse Punkte, wo die Piraten im Dauermodus wieder nachspawnen und dann kann man sich dort hinstellen und die gleich direkt wieder abknallen und die spawnen auch immer ganze Zeit nach und es geht nur, wenn eine Achtergruppe auf der Map da ist und auch ständig das wirklich Kleinzeug abballert, weil die Aliens spawnen nicht immer alle auf der gleichen Stelle, aber es gibt Stellen, wo die wirklich zu 90% nur dort spawnen. Also, wenn dann mit Nachtergruppe. Ich glaube, einmal ist rechts unten ein bisschen, da war es jetzt einmal, jetzt ist er wieder ein bisschen verschwunden. Einmal, ja, dann aber so rechts unten auch noch ein bisschen nach und geht. Mehr nach links. Aber noch vor dem Steinkreis. Und einmal ist so oben, wenn ihr euch eine Uhr vorstellt, den Steinkreis auf der Map 5.2, dann ist da nochmal ein guter Spawnpunkt, den habe ich entdeckt. 10 Uhr. Im Steinkreis. Genau in der Ecke drin vom so einem Steinkreis. Und da spawnen die eigentlich auch mal richtig gut, wenn eine Achtergruppe vorhanden ist. Wie gesagt, die müssen halt auf der Map immer rundherum irgendwo weggeschossen werden, weil nur dann kommt auch der Spawn schön nach. Ja, und Bifenon kann man dort auch noch sammeln für Leute, für den Blasphemiten-Leser haben möchten. Dort geht euch mal hier auf der Map, ist das auch cool. Ich weiß auch immer nicht, warum ich da gerade immer zwei Stück drauf sammle. Schaut sich das an. Zwei Bifenon erhalt. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder warum ich da jetzt immer zwei erhalt. Boost habe ich keinen laufen dafür, aber läuft auf jeden Fall. Oh, mein EP-Boost ist ausgelaufen. Muss ich schnell nachkaufen. So, liebe Leute, das war's mal wieder. Wow, für die Covid-Folge, danke sehr angeschaltet. Habt ihr auf Informationen wieder gut gefallen. Wochenende, genießt es noch. Solange es überhaupt noch halbwegs schön ist, aber es ist scheißegal. Wir Zocker sind sowieso immer nur drinnen. Ob schön ist, kalt ist oder sonst irgendwo oder Weltuntergang. Jeder Tag ist ein schöner Tag zum Zocken. Auf jeden Fall, hier wird jetzt ein Abo-Button wieder eingeblendet, Abo nicht vergessen, bitte, wäre cool, Däumchen nach oben, wäre auch ganz cool, Kommentare könnt ihr, wäre auch geil, also alles was Positives, worüber ich mich freue, wenn ihr das macht, geil. Ansonsten Videos der letzten paar Folgen wieder werden hier eingeblendet und ja, für Leute, die bei der letzten Verlosung mitgemacht haben von dem Battlefield 1 DLC, die Auslosung wird hier auch unten nochmal eingeblendet. Blendet, könnt ihr auch da nochmal hinschauen, wer gewonnen hat. Vielleicht seid ihr ein glücklicher Gewinner, der doch mehrere Videos von mir guckt. Wenn nicht, dann ja, bei der nächsten Verlosung halt wieder dabei sein. Ihr wisst Bescheid, reingehauen, wieder schauen. Tschüss.